Buenos dias, meine lieben Amigos hier und willkommen zu einer neuen Daddlezeit mit Stardew Valley. Wir brauchen mal wieder ein bisschen, ja, mal schauen, was wir an Werkzeug mitnehmen überhaupt. Gehen wir noch in die Mine vielleicht, kann ich nicht sagen. Schauen wir es uns einfach mal an. Oh, ich habe jetzt gar nicht geguckt in der letzten Folge, wie lange die Kartoffeln brauchen. Kann ich mir vielleicht noch mal im Geschäft anschauen. Aber erstmal gießen wir gemütlich unsere Blumen. Auch wenn es immer länger dauert von Mal zu Mal. Aber das Gute ist, dadurch, dass wir so viele Felder haben, sammeln wir zum einen schon mal ordentlich Kohle. Zum anderen aber machen wir auch unsere Fähigkeit damit ordentlich aufpolieren. Und das ist ja auch nicht schlecht. Denn ab Level 5 kann man sich auch nochmal Dinge auswählen im Talentbaum, die einem theoretisch sogar um einiges mehr Ertrag bringen können. Ist also gar nicht mal so unwichtig, ein bisschen aufzuleveln. Und geht einem dann doch auch etwas besser von der Hand. Oh, und ich finde, so schlimm ist das jetzt auch nicht mit dem Gießen. So, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr in die Folge einschalten könnt, wenn ihr das Gießen nicht mithaben wollt. Und wir haben wieder Post. Lieber Bade, morgen findet das Eierfestival auf dem Town Square hier, Markt, statt. Du solltest zwischen 9 Uhr morgens und 14 Uhr dort erscheinen, wenn du teilnehmen möchtest. Du willst aber nicht die jährliche Eierjagd verpassen. Tja, Ostern ist leider schon hier etwas vorbei. Aber im Spiel zum Glück noch nicht. Also können wir hier noch ein nachträgliches Oster-Special quasi machen. Mehr oder weniger. Jo. Dann mal schauen, haben wir hier lustig Pflanzen zur Verfügung? Nee. Oh, ich möchte mir aber diesen vermaledeiten Rucksack jetzt holen. Ich brauche mehr Platz. So, was haben wir denn hier? Oh, ich habe hier Vincents Geburtstag ja verpasst. Schade aber auch. Oh, Tiger Trout. Müsste man erstmal wissen, wo man die findet. Aber erstmal kommt der Rucksack dran. Backpack Upgrade, 24 Slots. Aber sowas von. Du hast einen größeren Rucksack. Dein Inventarplatz hat sich erweitert auf 24. Herzlichen Glückwunsch. Oh, Haley. Nicht Haley, Abigail. Ich werde definitiv morgen die Eierjagd begehen. Wärst du auch? Ja, ich denke doch. Schon Oliver Kahn sagte doch immer, Eier, wir brauchen Eier. Oh, so viel Platz jetzt. Doppelter Platz und ich kann meine Werkzeuge quasi mal drin behalten. Das ist eine Wucht. Ah, vielleicht ist ja hier Mr. Emo, könnte ja auch hier mal zugehören. Ich guck mal nach. Du bist nicht gut genug mit Shane befreundet, um sein Schlafzimmer zu betreten. Wenn ich denke, dass Shane
Der ist der, ich glaube, dass es der ist. Ah ne, Shane ist hier. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, das frage ich mich auch gerade. Hier wird er ja wohl kaum drin sein, ne? Ja, das ist Jas. Och, Kines. Macht mir nicht so viel Kummer. Darauf angle ich erstmal einen Fisch. Ich habe hier jetzt Platz im Inventar. Und an den Strand gehen kann ich gleich auch nochmal um. Oh, eine zerbrochene CD. Das ist ja mal sowas von 2015. Das findet man nur noch auf dem Land. In der Stadt findet man nur noch zerbrochene USB-Sticks im Wasser. Und noch vieles mehr. Oh, komm her, du. Katsching. Chub. Was auch immer Chub ist. Habe ich, glaube ich, schon mal gefangen. Bin ich zumindest der Meinung. Mich dünkt manchmal, mein Gedächtnis ist nicht das Beste. Oh, und einen Sonnenfisch haben wir auch noch. Wenn Sonnenfisch denn überhaupt die richtige Bezeichnung dafür ist auf Deutsch. Die werden damit wohl kaum einen Goldfisch gemeint haben. Würde mich zumindest ziemlich wundern. Weil Goldfische, die kann man ja nun wirklich zu nichts gebrauchen, außer doof anschauen. Joa, ich würde gerne mal hier so ein kleines Pflänzchen entdecken. Sag's mal durch die Blume. Nee, dich will ich doch gar nicht sehen. Ich möchte Emo-Friese sehen. Nicht mal auf dem Friedhof. Das ist ja wieder allen Vorurteilen. Was findet sich denn hier? Oh, da kann ich mal ein bisschen buddeln. Und habe Glassplitter. Die kann ich Gunther bringen. Was der alles haben will, das ist unglaublich. Glassplitter fürs Museum. Und hier findet sich leider ganz viel gar nichts. Schade eigentlich. Fast schon umsonst zum Strand runtergelaufen. Oh, ein rostiger Löffel. Das geht natürlich alles ans Museum. Wohin auch sonst. Oh, ich habe noch eine Idee, wo die Emo-Friese sein kann. Aber erstmal braucht der Museum wieder ulkige Sachen, wie zum Beispiel Glassplitter oder Löffel. Die Zeiten sind vorbei, in denen noch mit Hand und sonst nichts gegessen wurde. Hast du hier einen Sohnemann? Nö. Abby, habe ich was für dich? Oh, mal sehen, das ist doch in passender Farbe zu ihren Haaren. Wo ist sie? Da ist sie. Hey, nimm das.
Was denkst du dir? Das ist schrecklich. Verkauft hätt's mir mehr gebracht. Ah, ich dachte, die Abby mag Dinge in ihrer Haarfarbe. Dann eben. Oh, Emo-Friese, geil. Ich hab's nicht so sehr mit Festivals. Sehr viel los, sehr viel soziale Interaktion. Mehr Stress als Spaß, wenn du mich fragst. Sebastian. Habe ich auch Sebastian kennengelernt. How to win friends. Wie man Freunde gewinnt. Jemanden ein Geschenk zu geben, ist ein schöner Weg, eine Freundschaft aufzubauen. Lerne die individuellen Geschmäcker jeder Person kennen und du wirst in kürzester Zeit ganz beliebt sein. Joa. Aber will ich denn beliebt sein? Das ist die große Frage. Oh yay. Ein Leak. Das klingt jetzt, als hätte ich irgendwas Falsches veröffentlicht. Steine. Noch mehr League. League of Legends. Oh, der kann doch sicherlich was zu futtern gebrauchen. Das ist ein großartiges Geschenk. Dankeschön. Bitte schön. Da habe ich doch glatt jemanden glücklich gemacht. Jo, Platz haben wir noch im Rucksack. Und es liegt hier so richtig. Hui, Autobahn oder was? Eine skelettierte Hand. Auch nicht schlecht. Huhu, und schon bin ich hier wieder bei meiner Farm. Und da haben wir ein bisschen gemischte Saat. Was man halt so bedarf. Ja, da hacke ich doch glatt meinen Baum nochmal nieder. Ich habe ja jetzt Platz im Inventar. Und ich kann euch so viel verraten. Es gibt noch einen größeren Rucksack. Aber ehe wir den haben, wird, glaube ich, noch ein kleines bisschen Zeit ins Land gehen. Aber der größte Unterschied ist wirklich mit diesem Rucksack. Es ist großartig, endlich mal alle Werkzeuge bei sich zu behalten. Den Stumpf gehe ich aber besser nicht mehr an. Jetzt wird nur noch die Katze geknuddelt und dann wird es auch Zeit. Ich könnte zwar den Tag nochmal verlängern, der gibt ordentlich Energie hier. Aber nee, man muss es ja nicht übertreiben. Und ich möchte ja auch nicht zu übermächtig hier gleich werden in meinem Spiel. Da kann man auch mal gemütlicher das Ganze angehen. Ich mache es ja nicht, um das Maximum rauszuholen, sondern einfach, um ein kleines bisschen Spaß zu haben. Ich habe gehört, manche Leute spielen nur aus Spaß. Ja, die kann ich auch hier hinpflanzen. Superbe. Dann nochmal CD einwerfen, ein bisschen Müll. Bringt mir zwar kein Geld, macht aber nichts. So, mal schauen, was das Wetter morgen sagt. So, für morgen klar und sonnig. Boah, das sind doch gute Aussichten. Dann schlafen wir mal. Jo, 272 Gold haben wir gemacht. Nicht sonderlich viel,
Aber wir haben immer einen Rucksack und was wollen wir mehr? Dann werden wir in der nächsten Folge dann unser quasi Oster-Special haben, wenn es auf Eierjagd geht. Ich freue mich schon drauf und hoffe, ihr freut euch ebenso und seid dann beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Daddelzeit mit Stardew Valley. Ciao, ciao, euer Bade.